wir haben Ende letzten Jahres die neue CD aufgenommen, haben damals noch nicht gewusst, wie die CD heißen wird. Ich habe damals schon Kontakt gehabt mit dem David und es ist dann ziemlich schnell vom David zurückgekommen, dass er eigentlich Dance with a Statue sehr stark findet und er da gerne irgendwie die Bilder dazu machen möchte. Die Idee zu dem Video, die ist wie immer ziemlich on the go entstanden. Am Anfang habe ich überlegt, was mit einer Statue auch zu machen. Das war dann ein bisschen zu, erstens zu offensichtlich und zweitens auch ein bisschen unspannend, weil eine Statue sich eben nicht bewegt. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir was mit Puppen. Die können wir teilweise tanzen lassen, die können wir auch still lassen. Und hat eben auch diese Charakteristik von eigentlich ist eine Puppe was nicht Lebendiges. Und deswegen eignet sich das ganz gut als Element für unseren Film, den wir da machen wollen. Und konkreter ist es dann ein mehr oder weniger ein Tanzvideo geworden mit Puppen, weil ich schon immer mal eigentlich ein Tanzvideo machen wollte. Eine Ausstatterin, das war die Johanna Tannheiser, die eine super Ausstatterin ist. Und es war schön, mit der mal so richtig da zu arbeiten. Und witzigerweise haben wir jetzt so ausstattungstechnisch nicht viel vorbereitet, sondern wir haben eher diese Location dann gefunden und dann in der Location vor Ort eigentlich alles gefunden, was wir gebraucht haben. Also ein Teil der Ausstattung war auch die Puppen mit zu designen und zu bauen. Bei diesem Musikvideodreh haben wir die Canon 5D Mark II verwendet als Videokamera. Das ist eigentlich eine Spiegelreflexkamera, also eine Fotokamera. Eine sehr moderne Fotokamera, die eine Videofunktion eingebaut hat, die von Canon eigentlich nicht für professionelle Projekte gedacht ist. Allerdings gibt es die Möglichkeit, mit ein paar Tricks die Kamera quasi zur professionellen Anwendbarkeit zu zwingen. Der Vorteil daran ist, dass man nicht wie bei normalen billigeren Videokameras eine Fixoptik vorne drauf hat, sondern man kann bei dieser Kamera Fotooptiken drauf tun, die relativ einen relativ professionellen Look erlauben. Und bei dem Dreh habe ich zum Beispiel verwendet die Zeiss Optiken 28mm, 50mm und 85mm. Da die Kamera nicht dafür gebaut ist, dass man sie auf ein herkömmliches Filmrig montiert, war das ein bisschen umständlich, weil das Ganze sehr frontlastig wurde. Deswegen habe ich eigentlich die ganze Zeit damit gekämpft, vorne 10 Kilo drauf zu haben und kein Gegengewicht zu haben. Look vom Film. Wir wollten es eigentlich ein bisschen gründlicher machen, das Ganze. Den ganzen Look von dem ganzen Video. Das war halt das Problem. Wir hätten die Lampen, die im Bild sein sollten, produzieren können grün. Nur war halt erstens das Problem, dass das dann die Folie im Bild gewesen wäre, was nicht so schön ist. Und zweitens waren die Lampen halt so heiß, dass das dann die Folie durchgeschmolzen wäre, sofort einmal, nach einer Minute wahrscheinlich. Das habe ich dann gesagt, wir könnten ja auf die anderen Lampen, die wir nicht polisiert hätten, genau die Gegenfarbe dazu drauf polisieren und dann im Weißabgleich umkehren quasi. Das heißt, wir wollten das grünlich haben, also nimmst du auf die andere Lampe dann, die wir dann polisiert haben, ein Magenta, was die Gegenfarbe zu grün ist, genau. Das heißt, wir wollten eigentlich eben dieses bisschen grünliche haben, das wäre jetzt gewesen zum Beispiel ein Achtel grün, sage ich jetzt mal. Haben wir gesagt, nehmen wir auf die anderen Lampen eben ein Achtel Magenta und gleichen es eben nachher aus mit dem Weißabgleich durch die Kamera direkt. Und dadurch erzielt man eben genau das gleiche, den gleichen Effekt eigentlich. Das ist eigentlich das Ganze, wie wir das gründliche erzeugt haben, den gründlichen Look im ganzen Video. Tango-Szene draußen. Wir wollten eigentlich nur die beiden tanzenden Puppen quasi in einem Lichtkegel haben und das rundherum alles schwarz ist, um die beiden Puppen rundherum. Das heißt, wir haben eigentlich einfach eine starke Lampe genommen, indem wir so eine 5 kW
Stufe, nennt sich sowas, haben die einfach ziemlich topleitig von oben aufgeleuchtet, haben auf diese Lampe halt belichtet und dadurch sauft der ganze Hintergrund komplett ab und es ist komplett schwarz im Hintergrund. Und budgetmäßig waren wir mal wieder sehr begrenzt, aber dafür, dass wir so wenig Geld gehabt haben, waren wir dann doch eine relativ große Crew auch. Also wir haben, glaube ich, im Set waren wir so schon 25 Leute, denke ich jetzt mal, oder vielleicht sogar an die 30, wenn man jetzt wirklich Tänzer und Band dann noch mit einbezieht als Crew jetzt, dann waren wir, glaube ich, an die 30 Leute fast. Und ausgegangen ist es sich halt nur deswegen, weil wir eine, glaube ich, mittlerweile viermonatige Vorproduktionsphase wieder gehabt haben, wo eben Stoffe gekauft wurden, 100.000 Locations gesucht wurden, wieder abgeschossen wurden, weil die Puppen genäht wurden in der Freizeit und es hat auch viele, viele Stunden gekostet. Die Kostüme mussten genäht werden, angepasst werden an die Tänzer. Die Tänzer mussten neben ihren Jobs und neben dem Studium halt eine Choreografie machen, mussten sich treffen zum Proben und dadurch, dass die Leute so viel private Zeit eben investiert haben, war dann doch, also ist der Production Value von diesem Film doch relativ hoch, obwohl wir eben sehr wenig Budget gehabt haben. Das ist, glaube ich, auch eine Leistung von uns. Message.